Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von NBA 2K18. Ich bin zurück aus Kalifornien. Oder auch, wie Jay mal gefragt hat, warum ist da ein russischer Bär auf der Flagge? Und auch noch ein kommunistischer Stern drauf. Es war sehr cool, wir spielen heute gegen die Denver Nuggets. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schade, ich konnte in den USA nicht ein Spiel live gucken. Denn mehrere Gründe. Dann, die Spiele liefen dann, wenn wir entweder noch nicht essen waren oder wenn wir essen waren. Und wenn wir da essen waren, dann lief da kein Basketball. Und was richtig Arsch war, wie heißt das? League Pass? Ne, warte mal. Wie hieß das? Also die NBA, der NBA Pass. Der League Pass oder Game Pass hieß es bei der NFL. Der funktioniert in Amerika einfach nicht. Weil der einfach region-locked ist. Das fand ich so frech einfach nur. Ja, Denver Nuggets. David! Ja, lass mal anfangen. Also ich konnte irgendwie kein Spiel gucken, oder zumindest nicht vernünftig. So zwischendurch läuft da ja immer mal wieder was, aber Samstag beispielsweise war sehr wichtig das Playoffs-Spiel. Ich musste unbedingt gucken, was die Patriots machen. Die haben mir sogar extra einen Fernseher dafür angemacht, was ich sehr geil fand und sehr freundlich. Wow. Ja, also wir waren in den USA, ich war mit Sepp da. Wir waren erst, also man landet halt in Los Angeles am LAX, haben wir alles schon ein paar Mal gehabt. Warum immer? War scheiße geworfen. Und dann sind wir abgeholt worden und man fährt dann im Endeffekt mit dem Bus nach Irvine und da ist dann das Hauptquartier von Blizzard. Fuck! Oh, direkt schon kalt. Nice. Also wir sind halt angekommen, irgendwie nachmittags. Da ging es dann erst ins Hotel. Das dauert alles ewig, weil wenn man nachmittags ankommt, dann ist da die Hölle los. Und na, wobei eigentlich ist da immer die Hölle los, aber da dann speziell. Ja, man hat ungefähr auf beiden Fahrbahnen 5 Streifen. Nicht werfen! Und die sind einfach voll. Das heißt, man hat 10 Fahrspuren, wo Stau ist. Unfassbar, wie lange das dauert. Wir sind dann ungefähr eine Stunde gefahren. Ab ins Hotel, essen, ab ins Bett. Aber das ist eigentlich relativ easy. Ja, gut verteidigt, würde ich mal sagen. Oh Gott, sagen. Ich kann einfach diese Dreier nicht. Gut und völlig frei. Geht einfach nicht. Man fährt halt mit dem Bus dahin. Dann muss man sich anmelden. Das war zu spät. Lol. Okay. War gut. War wichtig, um das endlich mal zu Ende zu bringen. Ja, da meldet man sich da an, wird durchleuchtet und dann sagt man, hier, ich bin der und der und dann kriegt man, haben wir eine Führung bekommen. Da durften wir leider nicht alles filmen, das sagen wir auch. Also es wird Videos dazu geben, Vlog und so, ne? War halt eine Werbegeschichte für die Overwatch League. Und vorher haben wir halt eine Führung bekommen. Ach, fuck you. War ganz geil. Also man darf halt logischerweise nicht alles filmen, denn danke. Dann wird einem erzählt, wie die da arbeiten. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste, die haben halt eine riesen Kantine und in der Kantine hängen Bildschirme. Und auf diesen Bildschirmen laufen Streams von Twitch zu halt Blizzard-Spielen, also jeweils zu einer zu Overwatch, StarCraft, WoW. Ja, wobei WoW weiß ich gar nicht.
aber auf jeden Fall Overwatch und so weiter. Und die nehmen halt irgendwelche Streamer. Egal wie groß die sind, und switchen die auch durch. Das heißt, es kann sein, dass man irgendein Wizard-Spiel spielt, beziehungsweise streamt, und das läuft dann bei denen in der Kantine und man weiß das gar nicht. Das ist vielleicht total abgefahren. Als ja, dann sind wir im Campus rumgeführt worden und von da aus dann, naja, wieder Hotel wechseln. Denn Irvine ist schon ein bisschen außerhalb, ne? Also man fährt halt schon eine Stunde dahin. Und dann sind wir zur Arena gefahren, die ist dann schon relativ zentral in L.A. Und zwar relativ nah an den Universal Studios, zumindest hatten wir da unser Hotel. Da sind wir da hingefahren und der Spieltag ging irgendwie, wir haben halt den Freitag und den Samstag mitbekommen. So dass wir halt, oh, Schrittfehler. Das muss doch ein Bug sein, oder? Also, die haben immer Schrittfehler mittlerweile bei dem Sternschrittkram. Muss doch ein Bug sein. Ja, aber so konnten wir halt einmal alle Teams sehen. Die Bühne ist, falls ihr die mal von der BlizzCon gesehen habt, extrem fett. Also das können sie halt. Das ist halt ähnlich aufgebaut wie bei der BlizzCon, dass sie halt sehr dreidimensional wirkt. Ja, und dann haben wir uns da die Spiele angeguckt. Und sind dann halt abends jeweils essen gewesen. Und deswegen hatte man halt tagsüber, ist jetzt nicht so mega viel Zeit gewesen. Aber es war schon ganz geil. Was genau da gelaufen ist, gibt es dann in diversen Videos. Also ich denke mal, zwei werden es schon werden. Komm, Pandexer. Ja, gib mir nochmal den Ball. Ich durfte es Lopez da ist. Vollgezogen. Aber es ist halt immer wieder schön. Ich meine, klar haben die in Kalifornien so diese ganzen Wasserprobleme, aber als Tourist, ne, ist das. Ich würde jetzt nicht sagen, nicht mein Problem, aber. Hey, ich war doch im Wurf. Jawohl! Nice. Aber das Wetter ist halt so krass. Du hast halt, jetzt hatten wir irgendwie 25 bis 30 Grad. Klar kühlst du auch abends ab, aber es ist einfach so schön. Dann kommst du hier nach Hause. Wir hatten heute Regen, der überging in Hagel mit Gewitter. Das ist schon wieder der Knaller. Also da Urlaub gerne, ja, da wohnen. Ich habe halt immer gesagt, wenn Kalifornien in Deutschland wäre, dann würde ich da wohnen wieder. Aber nicht in den Staaten. Muss nicht sein. Die Arena ist echt schön, die könnt ihr euch dann noch angucken. Da haben wir auch noch eine Tour bekommen und ich muss sagen, es ist sehr viel mehr Aufwand dahinter, als ich das gedacht habe. Das war schon echt ziemlich krass. Ach, Lauri. Dass er den Ball so easy bekommen hat. Oh, oh nein! Ich weiß halt, dass die Bulls gewonnen haben gegen Miami, was ich sehr cool finde. Boah! Ich dachte schon, wenn ihr jetzt ein Korbleger machst, dann wird er wahrscheinlich daneben. Oh, den hat er einfach weggedacht. Einmal aus dem Leben danken. Und ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, habe ich am Samstag Football geguckt und die Apps gehen in den USA nicht, weil halt Region Lock. Und so muss man dann immer hoffen, musste ich darauf hoffen, am Samstag war halt so eine wie Abschlussparty. Also da waren dann auch tatsächlich die ganzen Spieler von den Teams, also nicht wirklich alle, sondern die Bock hatten zu kommen. Waren aber schon einige da. Die Caster waren da. Oh, das war ein schöner Pass. Und dann hat man halt ein bisschen was getrunken und irgendwie Häppchen gegessen und so. Da hing halt ein riesen Fernseher und der war schwarz. Und es liefen halt die NFL-Playoffs. Und ich musste dann fragen, so ey, könnt ihr auf lautlos den Fernseher anmachen? Das haben sie dann
netterweise getan. Fand ich sehr cool. Ah, Wade, lol. Das Ding machst du nie rein und versuchst so häufig. Oh oh. Na, oh, Ball weggeschlagen, der muss werfen. Fuck. Oh, wie schön der Wade frei war. Da darfst du dich auch mal freuen. Defense. Komm schon. Ich wollte halt helfen. Hätte nicht gedacht, dass ihr den dafür auch einsetzt. Nee, das war nix. Also die gehen aber auch aggressiv da rein. Jetzt gib doch mal den Ball her, Mann. Ja, meine Erkältung hat das irgendwie nicht gut getan. so warm es da auch ist. Ach, schon wieder der nächste, fick dich doch. So warm es da auch ist, in der Halle, also so typisch amerikanisch, ist es da sehr kühl. Wirf doch! Und dadurch, dass da irgendwie 17, 18 Grad in der Halle gefühlt waren und wir da halt den ganzen Tag auch drin waren, war das nicht so gut für meine Erkältung. Deswegen bin ich immer noch ein bisschen heiser. Aber... ich weiß nicht, wenn das so das ganze Jahr über ist, ist es bestimmt ganz witzig. Braucht jetzt, glaube ich, nicht allzu teuer. Ich glaube, $20 kostete der Eintritt. Dafür kannst du halt da irgendwie 6 Stunden lang gucken. Hast du die großen Leute? Ich meine, das war auch sehr simpel. Den hat der Wales nicht. Okay. Schade. Er hat genau in dem Moment gepasst, wo... oh. Ach, schade, Laurie. Ich dachte, du... ja! Das hat funktioniert. Es war ein Floater. Und noch das Foul bekommen. Und das Ding war drin. Hems, ey. Fup. Oh, war das schön. Oh. Ein bisschen länger drücken müssen. Aber das Spiel hat gesagt, war cool. Der war so cool. Den lassen wir mal durchgehen. Murray, ja, der kann nix. Komm, Murray, du darfst mir den Ball geben, wenn du möchtest. Ich lass dich auch ein bisschen dribbeln. Alter, wie viele Leute stehen denn da? Oh nein, Laurie wird... boah! Nice! So ähnlich hat er einen Dunk gemacht gegen die Knicks, was mega fett war. Ja, ziemlich genauso, nur dass er ein bisschen weiter unterm Korb stand von den Knicks. Die werfen ja gerne mit Rekorden um sich, ne? Also Laurie hat jetzt irgendwie in nur 41 Spielen 100 Dreier geworfen. Vorher hatte den Rekord Damian Lillard. Ich glaube mit 44 oder 45 Spielen. Ich frage mich dann immer, sind das wirklich so Rekorde, die man gerne hat? Oder ist das einfach so, hey, such dir mal eine Statistik raus, die halt gerade passt? Nice. Aber ich finde den Jungen echt cool. Da kann echt noch eine Menge draus werden. Hauptsache, der hat nicht
viel Verletzungspech. Dann wird das gut. Bundesliga fängt ja auch bald mal wieder an. Wobei, naja, die Meisterschaften sind zwar leider schon gelaufen in Deutschland, England, Frankreich, Spanien. Lol, Support ist. Hat er eigentlich auch wieder sehr lange gedrückt gehalten, um gerade den Spieler außen anzuspielen, oder wohl er nicht? Nein, 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 nein. Lass dich nicht verarschen. Bleib doch. Ja, der geht ja nicht rein. Komm, Olli, du bist schnell. Mach's. Jawohl. So was hätte der Olli machen können. Ja, nee, das ist nicht gut. Nein, noch ein Foul. Nice. Mann, Plumlee, ey, das futzt ja. Ja, perfekt. Die Würfe laufen zwar nicht, aber dafür der Rest. Jetzt muss man nur die Würfe ein bisschen gerade stellen. Warum steht denn da keiner bei? Also sogar... Ist der zu meinem Spieler gelaufen? Oh, wie müde der Junge wirkt, wenn man mal ein paar Dribbling-Moves macht. Du kannst direkt werfen. Nice. Oh. Wenigstens nicht. Wenigstens ist er nicht noch reingegangen. Wäre übel gewesen. Jawohl! Oh nein! Nein, ich war auf der Bank. Ich habe einfach X gespammt. Oh shit. Halbzeit, 5 Punkte Vorsprung. Okay, David hat auch schon sein Interview gegeben. Ich sollte aufhören, so schnell X zu drücken. Was sagt denn die Halbzeitstatistik? Platz 3 in der NBA für Steals mittlerweile. Da geht aber noch mehr. Na guck mal, wir sind fast wieder komplett fit. Warum machst du denn sowas? Ich weiß jetzt gar... Oh, oh. Nein, 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 nicht an mir vorbei dribbeln. Ich will doch nicht wieder einen Foul hier fürs Blocken kriegen. Ich hab genau in dem Moment 4 gedrückt, scheiße. Bitte was? Das geht von so weit weg? Das ist ja voll OP. Krass, also ich hätte gedacht, der macht jetzt einen Jumpshot. Nee, nee, nicht wieder rauspassen. Jawohl, nice. Dishes to Lopez.
Okay, wir brauchen mal eine Strategie. So, darum, weil ich bin immer... Ha! Verarscht! Jawohl! Ah, Millsap war dabei. Ah, ja, stimmt. Jawohl, hast du! Nein! Ach, wie ärgerlich. Der Ball war quasi schon unser. Musstest dir nur ergreifen. Ich glaube, Mirotic möchte den Ball nicht ins Aus. Gerade willst du noch den Ball haben und standst da, weißt du? Und dann rennst du einfach weg. Und den versenkt er auch noch. Diesen Arschlochball. Ey, hier noch eine Sekunde. Versuch du mal. Aber er stand auch eigentlich so ganz gut. Der Gegner hat auch nicht mehr damit gerechnet, dass wir das noch zu Ende machen. Ja, guck mal hier, zack. Gib mir mal den Ball, Quincy. Nee, der geht nicht rein. Doch! Oh, Mirotić delivered, ey. Hey, ich stehe hier. Das ist mein Platz. Oh, ein bisschen einfach. Ja, bald zu lange halten, eine Mutti, ey. Zack. Schade. Foreign Country, ja, hoffentlich kein Shithole Country, ey. Ach, was schön. Oh, das ist schon wieder ein Foul. Ah! Wen haben wir jetzt drin? Immer noch Mirotić, Lopez. Punkte pro Spiel. Wieso baut denn der ab? Wade, Pondexter, Lopez, Mirotić. Ist jetzt irgendwie nicht so meine favorisierte Aufstellung, aber wir, ne, wir müssen damit arbeiten, was wir so bekommen. Da fällt mir übrigens ein. Muss bei meinem Gegenspieler bleiben. Und ich habe darüber nachgedacht, also jetzt bei NBA nicht unbedingt, weil, naja, es sei denn irgendwie, das wird jetzt nicht gefordert, aber das wäre gewünscht. Beispielsweise Sim Airport zu streamen. Beispielsweise dann halt zu dem Zeitpunkt, wann es auch erscheint, ja, also dann um 20.30 Uhr wird dann Sim Airport gestreamt. Keine Angst, ich weiß, es gucken auch Leute irgendwie nicht um Punkt 20.30 Uhr. Dafür würde ich es dann halt ganz normal trotzdem auf die Webseite laden. Dann könnte ich aber beispielsweise, wobei, das muss ich, das muss ich alles nochmal in zum Airport erzählen, was ich hier gerade sage. Airball. Ich wollte eigentlich, okay, so einen Ausfallschritt nach links machen. Hat der den gemacht? Ja, ne? Ach, fuck you, als wenn ich den berührt habe. So ein Quatsch. Da muss ich jetzt halt meine Hände nur noch hochhalten. Hab ich gut gemacht. Du wolltest doch den Ball haben. Da außen steht einer frei. Pondexter. Und der ist drin. Junge. Was soll denn das? Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Lauri an. Der hat den gemacht. Bleib hier! Mein Ball. Ja, Billo muss er abspielen. Millsap misses. You just get the sense the whole period he's been a bit out of sync.
Komm schon. Aber bei 12 ist doch alles super. Bobby, nimm mir doch nicht den Ball ab. Schönes Ding. Das müsste wieder hier so ein Fast Break einleiten. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Perk hieß. Das müsste das sein. Die Trikotfarbe, also dieses Gelb, den Gelbton, ja, den finde ich gar nicht so schlecht. Ich darf dem nicht mehr auf die Patsche hauen. Er wirft doch, boah. Nee, bleibt bei Farid. Jawohl. Mein Ball. Geh weg. Lass mir meinen Ball. Easy Wells. Doch nicht so easy. Der zählt noch als Assist. Der hat doch kurzzeitig den Ball verloren. Hammer, nice. Ja, 10 Assists, 14 Punkte. Double, double haben wir. Wir müssen wieder mehr Punkte machen. Der hat mich umdribbelt. Hey, bleib mal hier. Nein, nein. Kannst vergessen, Junge. Das war gut verteidigt. Lass das mal. Jetzt muss ich hier einen rufen. Hey, gehst du mal da hinten? Wie er immer ganz schnell abspielt. Ich will doch mal wieder einen Stil machen. Er spielt halt doch einmal rüber. Schade, ich dachte, er wirft nicht übers Feld. Boah, war das gut! Ja, du faulst gerade alle, Junge. Komm, Lauri, mach's. Ja, sehr schön. Hab übrigens auf dem Flug, das habe ich auf dem Hinweg geguckt, hier den Film mit Tom Cruise, wo der da der Schmuggler ist. Boah, wie hieß denn der Film jetzt noch? America's Blood. Ne, wie hieß denn der noch? Weiß ich nicht mehr. Der war okay. Habe ich mir irgendwie deutlich, was heißt deutlich witziger oder deutlich actionreicher? Mir habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Der war so ein bisschen einfach gestrickt. S habe ich auf dem Flug geguckt. Ich war froh, dass ich im Flugzeug mit ungefähr 300 Leuten sitze, weil den fand ich tatsächlich echt creepy. Ich weiß, manche regen sich da irgendwie drüber auf, so, oh, da sind doch die Kinder bei, aber ja, dann kennt ihr weder das Buch noch den anderen Film. Das ist nun mal so. Wie frech. Jetzt, komm, mit Foul, bums. Oh, schade. Den fand ich echt übel. Kann ich vorher noch nicht. Was habe ich noch geguckt? Ja, Minions. Meistens gucke ich dann, also wenn ich so Filme dann gucke, die ich schon kenne, dann ist das so, okay, jetzt ist es nicht so schlimm, wenn ich einschlafe. Auf dem Rückweg ist mir leider passiert, dass ich klugerweise meine Kopfhörer in den Koffer gepackt habe. Weil jetzt nicht so schlimm ist, man bekommt ja so Billo-Kopfhörer, sodass man halt Filme gucken kann, das ist sicher schlimme. Aber die haben halt kein Noise-Canceling. Das ist halt übertrieben laut, sonst Flugzeug. Würde jedem empfehlen, der das erste Mal Langstrecke fliegt, besorgt euch Noise-Canceling-Kopfhörer. Also. Das war ein, also nicht Fake-Pass, aber der ist durch die Arme von dem Gegenspieler. Ich glaube, das wäre so nicht möglich gewesen. Jetzt gib mir doch mal den Ball. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, mach noch einen Schritt zurück. Einen Schritt zurück. Ach Mann. Chicago Bulls.
Ich mag das tatsächlich sogar recht gerne, muss ich sagen, so lange zu fliegen mittlerweile. Weil man auf dem Flug... Boah, der war schön. Weil man auf dem Flug einfach mal irgendwie so 8 Stunden Filme gucken kann, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man ja auch andere Sachen tun könnte. Oder, ich habe auch irgendwie 4 Stunden, Xenoblade Chronicles 2 gespielt. Finde ich ganz angenehm. Oh, direkt in die Hände. Punkte durch Turnover. Wir sind mit British Airways geflogen. Was ich sehr geil fand, sind die Safety Instructions von British Airways. Falls ihr die noch nicht kennt, googelt mal danach. Die haben diverse britische Schauspieler genommen. Ich fand das ganz witzig gemacht. Das war okay. Also so vom Essen, vom Service. Die kam halt zwischendurch öfter mal an und gefragt, ob man noch ein Wasserchen haben will. Das mag ich sehr gerne. Ist halt kacke, wenn man 10 Stunden fliegt und die kommen zweimal irgendwie so ein Pöttchen Wasser an. Und ich trinke schon wenig. Und das mag ich trotzdem nicht. Nice. Auch wenn die dich weggeschmissen haben, aber der war drin. Da wir nur 7 Punkte Vorsprung haben. Ich finde das ganz gut, dass Denver jetzt nicht so mega die starke Mannschaft ist, weil sonst könnte ich nicht so viel labern. Müsste du mich wieder mehr konzentrieren. Ich fürchte allerdings gerade, dass es... Wieso? Nein, der Pondexter wird sofort. Gib mir den Ball wieder. Früh zu früh. Der war trotzdem drin. Glück gehabt. His music is as well as he scores. Wenn meine Musik so toll wäre, ich hätte damit nicht aufgehört. For an easy two. Spielzugansage. PNR. Lopez, du bist frei. Du bist... Jawohl. 14 Assists. Läuft. Aber nur 18 Punkte. Ja, ich wollte gerade sagen, da musste man ein Steal her. Zack, mit Foul und yes. Da ärgert sich aber jemand. War mal wieder Zeit. Ja, der stand nicht wirklich. Dididim. 80, komm, 89. Endlich. Gib mir nochmal den. LOL! Der hat mich durch mich durchgedrubbelt. I find that very frech. Oh, der kam aus dem Aus. Oh, die doppeln mich, das ist ja schön. Das war jetzt nicht so clever, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon erzählt, es ist halt immer wieder schön, wenn man auf amerikanischen Autobahnen fährt, gerade abends, beziehungsweise nachts, wenn es dunkel ist. Und die haben Licht an und es kommt einfach kein Scheinwerferlicht. Also es ist so schwach und so kaputt. Jawohl! Play of the game. Immer sehr lustig. Ich explodiere wirklich gleich. Ich will nämlich noch ein Ziel haben. Ich glaube nicht. Ey! Der hat einen reingemacht. Gib mir doch den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball.
kann nämlich einfach hier so noch einen Foul ziehen. Ne, kann man nicht. Schade. Das war echt gut defensed. Foul mich. Oh shit, ich dachte, die double mich. 5, 4, 2, 1. Warum wirfst du denn? Also die Sekunde hätte er auch noch gehabt. Ich glaube, sobald diese 3 Sekunden... Oder ich war zu weit weg. Kann natürlich sein. Nee, das wird nicht nochmal spannend. Das wird nicht nochmal spannend. Ja, der ist schon... Ja, das ist Schrittfehler. Also das sollten die echt sein lassen. Das ist sehr buggy. Lass mich mal in Ruhe. Geh doch mal weg. Ey! Da, der ist ja frei. Ich bin frei, alle frei. Lol! Wieso passt der denn jetzt nicht? Der oben war doch frei, oder nicht? Alles klar. Ja, ja. Oh, jetzt hat er Ambition. Ich habe immer noch die Ambition, dir den Ball abzunehmen, Freundchen. Nein. Oh, sehr gut aufgepasst. Aber wieder keine 100 Punkte gemacht, wa? Das war's. Die Bulls gewinnen gegen die Denver Nuggets. Wie erwartet, mit gar nicht mal so wenig Unterschied. Der letzte kommt nochmal von da. Wirf doch! Heißer Deißer. Ja, USA ist halt irgendwie immer schön. Vor allen Dingen das Wetter und die Leute sind immer irgendwie sehr nett. Komischerweise haben wir schon wieder irgendwen getroffen, vor allen Dingen auch als Fahrer gehabt, der uns abgeholt hat. Der meinte, wie, dass er sehr oft schon in Deutschland war. Also irgendwie jedem, dem man erzählt, so, jo, wir kommen aus Deutschland, erzählen die einem, die haben irgendwelche Verwandte hier oder Bekannte oder waren schon voll oft hier. Die sind immer sehr nett, die Leute. Und die regen sich irgendwie mal alle immer Trump auf, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Haben wir irgendwas gut gemacht? Nee. Doch, es ist... Relativ viele Assists waren es, glaube ich. Ich glaube, 15? Irgendwie sowas. Über 20 Punkte gekommen ist eigentlich auch noch eine wichtige Sache. Ja, fast 13.000. Gesamtlevelaufstieg bringt uns zwar immer noch nichts, weil wir immer noch nirgendwo am Cap sind, oder? Bei 3ern? Ich glaube, ich nur noch einer. Ein Punkt nur noch. Ja, nächstes Mal kann ich wieder ein bisschen mehr zeigen. Oh, David. This was a big win for you, and with the playoff berth now guaranteed. Wir haben die Playoffs geschafft. Ja, Sigi, Junge, ich freue mich drauf. It certainly ratchets up in the postseason, but you guys look like you're ready. Congrats, guys. David, thank you as always. Well, folks, that's gonna do it for now. Hey, Boo Boo. Yeah, 15 assists. What you think of that? Think of what? Come on, man. Oh. Wie enttäuscht er ist. You can't expect me to watch every game. Als wenn die da nicht 1000 Fernseher rumhängen hätten. So ein Quatsch. I'm just playing with you, man. Of course I watched it. Hey. DJ Big Time. That's who you are. Gerade in den Locker-Rooms, also
wenn irgendwer mal in die Kabine muss oder was weiß ich wohin, haben die doch da bestimmt 1000 Fernseher hängen, damit man noch nichts verpasst. Also beim Fußball ist es doch genauso. Wer möchte was? Brian summoned mich. Ich bin nicht gut in Mathe, aber in der Zeitung steht, dass ihr einen Playoff-Platz sicher habt. Nix kapieren. Da verstecken sie das ganze Wissen vor den Hatern. Was? Oh, hier ist das Angebot von Mountain Dew. Siehst dir an. Ah, September, findest du das fair? Das Geld, das sie pro Spiel bieten, ist fantastisch und die Incentives sind okay. Zeig mal her. Pro Spiel 50? Zehn Rebounds pro Spiel gibt's 30. 20 Punkte und 10. Ja, Alter, als Incentives gibt ihr mir Rebounds? Echt jetzt? So klein wie ich bin? Also ich glaube, ich habe in noch keinem Spiel 10 Rebounds gemacht. Ich hatte in dem Triple-Double jeweils, glaube ich, oder war das bei... Ich hatte, glaube ich, ein oder... Nee, Moment, zwei Triple-Doubles. In einem waren es auf jeden Fall Punkte, Assists und Steals. Was in dem anderen waren es da wirklich Rebounds? Ah, das ist doch völlig utopisch. Also 10 Rebounds pro Spiel. Da muss ich ja doch jedes Mal wieder nachkommen. Verhandeln ist immer gut. Mehr Incentives. Ich will nicht halt jedes Spiel auf Rebounds gehen müssen. Weil so sind die, habe ich keine Incentives und halt Geld pro Spiel. Also hätte ich gerne mehr Incentives. Cool. Bringt mir ja nichts. Oh, was möchte denn der Herr Towns? DJ, was geht ab? Ich komm vorbei. Ja, cool. Okay, wir sehen uns bald bei dir. Cool. Ich antworte immer nur in Smileys. Finde ich sehr schön. Ja, nice. Das heißt, also Playoff-Platz sicher ist doch eine sehr schöne Sache. Wenn wir uns mal angucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, ich muss mir aber die Gegner ehrlich gesagt ein bisschen aussuchen, denn Milwaukee sind ja so meine Lieblingsgegner mittlerweile. Also nicht, weil wir da immer gegen gewinnen, aber irgendwie. Wobei, warum nicht? Also wir können nächstes Mal, das wird auch im Fernsehen übertragen, ach du Scheiße. Können wir mal die Schwierigkeit hochstellen? Was haltet ihr denn davon? Ja, also wir haben noch genug Spiele im Endeffekt zum Experimentieren Zeit für die Playoffs und so langsam brauchen wir mal irgendwie, ne, dass das Spiel ein bisschen geändert wird. Ich würde sagen, für eine... Habe ich nicht in der letzten Folge die Schwierigkeit hochgestellt, damit ich das diese Folge nicht vergesse? Ich erinnere mich da sehr dunkel an irgendwas, was ich umstellen wollte. War das nicht das? Das will ich jetzt wissen. Aber das sehe ich hier nicht, weil das kann man nicht während die Spiele laufen. Was ich aber noch wissen will, sind die Ligastatistiken. Nämlich die Tabelle der Konferenz. Wir sind wieder an den Cavaliers vorbeigezogen. Wobei sind die jeweils wieder an uns, weiß ich auch nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Aber Bulls und Cavaliers safe bei den Playoffs. Das ist doch schon mal nice. Oh, Western hat sich auch ein bisschen was getan. Warriors, Rockets, die eh gesetzt waren. Utah Jazz, willkommen sowohl Oklahoma City Thunder. Es zeichnet sich so langsam ab, wer seinen Playoff-Platz sicher hat. Sollten die Clippers das nächste Mal gewinnen, sind die, denke ich mal, auch dabei. Die Celtics sehr wahrscheinlich auch. Philadelphia und Toronto dürfte eigentlich auch nicht mehr so viel schief gehen. Aber ein paar Spiele sind es noch, wer weiß. Aber wir sind safe gesetzt. Ich werde jetzt mal kurz, ja, nur um euch das zu beweisen, auf Beenden gehen und nicht, dass hier ein Schnitt reinkommt. Nein, ich will nicht zum Hauptmenü, so ein Bullshit. Weiter. Ihr müsst euch jetzt mal den Ladebildschirm reinziehen. Wer war das denn? Wer ist das? Den kenne ich nicht. How's life treating you, baby? It's all good, man. How about you? I'm living. Let's good. Get this, man. You ready for this? Yeah, man. Let's do this. All right. Hey, everybody. Wer ist das? Thanks very much for coming. Welcome. Just want to say I am thrilled and excited to introduce the newest Under Armour brand player, DJ. Thank you.
Let's see who's ready. Hello. What? Zuversichtlich, professionell. Wir sind professionell. My agent and I have this saying. You eat what you kill. And it basically means no one's going to help you to be great. You know, no one's going to feed you. If you want your own greatness, you got to go after it yourself. So, why Under Armour? We're on the same mission. I mean, to create a legacy. And Jordan wollte halt nicht. I really didn't pass up an opportunity to go out there and do something on my own. That's how I've operated my whole career, and it's gotten me this far. There aren't too many players in the league with their own shoe. Do you worry that people might say you got here too quick, that it's too much too soon? The critics are going to do what they always do. All right, it's like that Jay-Z lyric, okay? I don't respond to negative energy. And if you didn't understand that lyric, you can Google it, all right? Thank you, everybody. Thanks for coming. We really appreciate it. Wait, what's your shoe called? DJ One. You buy wherever fine shoes are sold. Am Arsch. Der ist 555 Schuh. Oder Schuh 555. Weiß nicht. Kann ich die Ladezeiten jetzt leider nicht ersparen, weil ich extra zeigen möchte, dass da kein Schnitt kommt. Allerdings hat sich mein Controllerkabel hier gerade 5-mal um den Stuhl gewickelt. Wenn ich jetzt aufstehe, reiße ich wieder alles unter. Denn ich habe doch letztes Mal die Schwierigkeit umgestellt, oder nicht? Ich kann das so nachgucken eben hier, während Wartezeit ist, ne? Was haben wir denn sonst noch? Ja, Peter ist natürlich Business Class nach Vegas geflogen, wir nicht. Neueste Videos. Echt schwierig. Genau da. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen durch die Folge scrollen. Wobei, das war am Ende. Da! Spielschwierigkeit stelle ich von... What? Profi auf Profi? Bin ich jetzt blöd? Habe ich die nicht umgestellt, obwohl ich die umgestellt habe? Ist ja auch geil. Okay, da Einstellung Profi. Dann gehe ich die einmal alle durch. Und dann stelle ich die auf All-Star. Nein, ich gehe die doch wieder durch. Was mache ich denn da für Quatsch? Jetzt ist die wieder bei Profi. Was laberst du denn da, Typ, ey? Gib es nicht. Also, der Mann da kann überhaupt mein 64. Davon. Da! Guck mal, jetzt schon mal noch. Oh, nee. Was war das? Ich wusste es! Jetzt schon mal noch, vergesse ich das nicht. So, All-Star. Umgestellt auf All-Star. Nächstes Mal spielen wir All-Star. Haben wir jetzt schon auf All-Star gespielt? Wir haben schon auf All-Star gespielt! Das war irgendwie gar nicht so viel schwieriger. Was ist denn daran schwieriger? Falls ihr das wisst, gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Dann spielen wir, weiß ich noch nicht, gegen die... Oh ja, Milwaukee Bucks. Ich muss noch ein bisschen trainieren. Mal gucken. Achso, dann können wir wieder tippen. Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht gemacht. Und ich weiß immer noch nicht, was ist denn eigentlich... Schließe 5 Packspiele in einem Gatorade-T-Shirt ab. Genau, zu meinem Court. Also wir werden gucken, was Towns von uns will. Und 5 Parkspiele in einem Gatorade-Shirt. Aber da muss ich doch irgendwie mit 9 anderen hier Spielern spielen, oder? Da habe ich immer Angst vor, weil ich... Das kann ich doch gar nicht. Also... Tschüss.